Das Vereinssommerfest beim SV Planitz ist schon zu einer kleinen Tradition geworden. Durch Corona konnte es in den vergangenen 2 Jahren leider nicht stattfinden. Dafür wurde in der vergangenen Woche umso mehr gefeiert. An 4 Tagen wurde sowohl sportlich als auch musikalisch und kulinarisch eine Menge geboten. Nachdem am vergangenen Donnerstag die BSV-Mädels auf dem Sportplatz am Wasserturm zu Gast waren, ist es dem SV Planitz gelungen, den Drittligisten FSV Zwickau zu einem Testspiel am Freitag einzuladen. Es war ein Highlight für den Planitzer Verein, die Drittliga-Jungs um Joe Enox bei sich begrüßen zu dürfen. Und nicht nur die Sportler selbst freuten sich darüber, sondern auch die Fans kamen zahlreich. Knapp 900 Gäste konnte man am vergangenen Freitag begrüßen. Es war das erste Vorbereitungsspiel des FSV in Zwickau. Die Jüngsten des Vereins vom SV Planitz waren besonders aufgeregt, denn sie durften gemeinsam mit ihren Jungs und dem Team des FSV Zwickau einlaufen. Erst einen Tag zuvor kamen die Kicker vom FSV aus dem Trainingslager zurück. Demzufolge waren sie recht geschafft von der anstrengenden Woche, wollten aber dennoch beim SV Planitz an die guten Testspiele im Rahmen des Camps anknüpfen. Die Jungs von Andreas Stengel aus der Kreisoberliga hatten sich jedoch gut vorbereitet und wollten es dem FSV nicht allzu einfach machen. Und das zeigte sich im Spiel auch. Die Mannen in Gelb hielten teilweise beachtlich gegen und auch Torhüter Richie Brunner parierte so einige gute Schüsse der Zwickauer mit Bravour. Angefeuert wurden sie auch tatkräftig von den Jungs aus der Jugend. Dabei waren diese manchmal recht hin und her gerissen, wen sie bejubeln sollten, spielten doch am vergangenen Freitag auch einige ihrer Idole vom FSV vor ihnen. Kein Geheimnis ist, dass man natürlich den großen Klassenunterschied gesehen hat. Schnell erspielte sich der FSV Zwickau einen deutlichen Vorsprung. Vor allem die präzisen Eingaben von außen machten es den Planitzern schwer. So ging es mit einem 0:6 in die Halbzeit. Während der kurzen Verschnaufpause für die Spieler kamen wir mit dem Zwickauer Trainer Joe Enox ins Gespräch. So, weil dich am Ende wahrscheinlich alle wollen, nutzen wir die Halbzeitpause. Okay. Schön, dass wir uns wiedersehen. Ja. Heute in Freundschaftsspiel beim SV Planitz. Trotzdem die Frage, ihr wart im Trainingslager, ihr habt gegen einen Zweitligisten in Österreich gewonnen. Wie geht's euch aktuell? Ja, also wir sind in guter körperlicher Verfassung, obwohl halt die Jungs schon kaputt sind von halt einem Trainingslager, wo die halt sehr, sehr, sehr vernünftig gearbeitet haben. Wir sind froh, wieder in Zwickau zu sein. Wir werden halt morgen und übermorgen frei machen. Die Jungs haben sich verdient und dann halt am Montag wieder starten und dann haben wir halt 2 Wochen Zeit, uns auf Halle vorzubereiten. Der Kader ist weitestgehend aufgestellt? Weitestgehend. Wir suchen noch auf bestimmte Positionen und wenn irgendwas halt Passendes dazu kommt, dann würden wir uns sehr freuen. Und am 13. steht ja eine ganz große Kiste an. Definitiv. Es ist ein hartes Brot zum Auftakt, aber diese Kampf nehmen wir an und wir freuen uns, dass es halt wieder losgeht. Und wir freuen uns auch und sind, denke ich mal, am 13. dabei. Alles Dankeschön. Gute. Dankeschön. Nach dem Wechsel hielten die Planitzer weiterhin tapfer dagegen. Dem FSV gelangen nun weitere teils sehenswerte Treffer. Am Ende stand ein klarer 13:0 Testspielsieg zu Buche. Auch wenn das Ergebnis für den SV Planitz kein schönes war, so zählte am Ende der Spaß und die Erfahrung, einmal gegen einen solchen Gegner antreten zu dürfen. Das sah auch der Trainer vom SV Planitz so. Ja, für den Verein war das wahnsinnig wichtig. Wir als Traditionsverein sind wahnsinnig stolz, dass der FSV sich dazu bereit erklärt hat, hier zu erscheinen. Und das war für alle eine Top-Veranstaltung. Für die Zuschauer, für die Spieler, für die Fans. Das war absolut klasse. Sport ist wieder losgegangen. Das bedeutet für euch auch wieder trainieren, Spiele haben. Wie ist es euch in der Vergangenheit ergangen? Ja, wir haben den Fußball vermisst. Jetzt haben wir die Saison zu Ende gebracht. Die Rückrunde wurde leider mit 4 Spielen zu Ende gebracht. Aber wir sind mit unserem Saisonverlauf sehr zufrieden. 4. Platz.
Platz. Das war für uns auch heute ein Belohnungsspiel von der letzten Saison. Und morgen geht es hier weiter für den ganzen Verein. Morgen sind die Frauen dran, am Sonntag der Nachwuchs. Und das ist für uns eine ganz große Geschichte hier. Wie sieht es überhaupt mit dem Nachwuchs bei euch aus? Ja, mit dem Nachwuchs sieht es gut aus, muss ich sagen. Vor allen Dingen auch unsere Frauenabteilung. Das ist alles, funktioniert echt klasse. Unser Nachwuchsleiter sorgt dafür, dass die Mannschaften auch voll werden. Die Kinder haben Spaß beim Training. Ich schaue mir das auch regelmäßig an. Und da ist die Bindung zwischen Nachwuchs und Männerbereich immer vorhanden. Auch der Frauenbereich natürlich auch dabei. Ne? Dann wünschen wir euch alles Gute, eine gute Zeit. Alles klar, vielen Dank. Natürlich wollten wir es auch nicht versäumen, dem Geburtstagskind vom letzten Freitag zu gratulieren und mal nachzufragen, wie die Vorbereitung zurzeit läuft. Patrick, herzlichen Glückwunsch nochmal zum Geburtstag und natürlich auch zu den Toren, die du heute geschossen hast. Wie empfindest du die letzte Zeit? Ihr wart im Trainingslager. Was sind deine Motivationen? Wie soll es weitergehen? Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Wie es weitergehen soll, wir fiebern extrem den Saisonstart entgegen. Wir haben jetzt hart gearbeitet die Wochen. Wir freuen uns darauf, dass es losgeht und dass es endlich wieder im heimischen Stadion um Punkte geht. Darauf freuen wir uns riesig. Wichtig ist natürlich für euch auch, die Fans müssen wiederkommen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke mal, dass das jetzt alles noch erlaubt ist und dass das vorwärts geht. Und ich hoffe natürlich auch, dass jetzt zahlreich kommen ins Stadion, weil wir haben Bock auf die Saison und ich hoffe, dass hier im Umkreis genauso ist. Auch Neuzugang Lukas Krüger stand uns für ein Interview zur Verfügung. Lukas, ich muss ganz weit hoch zu dir gucken. Wie alt bist du? 22. Wie groß bist du? 1,90. Herzlichen Glückwunsch heute jetzt bei uns beim FSV Neuzugang. Wie ist es dir ergangen bis jetzt im Trainingslager und heute dieses Spiel? Super, die Jungs haben mich gut aufgenommen. Ich glaube, das ist eine richtig geile Mannschaft, mit der wir viel Erfolg haben können. Und das Trainingslager war hart, aber so muss das sein. Für unsere Zuschauer zu deiner Vita, wo warst du früher zu Hause? Also gebürtiger Hamburger bin ich. Bin dann mit 15 zu RB Leipzig gewechselt. Über Umwege dann nach Meppen gekommen und jetzt in Zwickau. Auf welcher Position spielst du? Mittelstürmer. Okay, und wie war das heute für dich, gegen sicher eine unterklassische Mannschaft zu spielen? Auch hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Als Abschluss vom Trainingslager war das ein gutes Spiel heute. Wir konnten noch mal ein paar Tore sammeln und na, jetzt geht's weiter. Dann war dieses Testspiel wohl ein rundum gelungenes. Zum Ausklang des Abends spielten im Anschluss die Reichenbacher Schalmeien. Übrigens, weiter geht es für den FSV Zwickau am Mittwoch um 18 Uhr. Dann kommen zur offiziellen Saisoneröffnung die Queen's Park Rangers in die GGZ Arena.